Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VI. Letztes Mal sind wir mit Sabin, Shadow und Cyan vor dem bösen Imperium geflüchtet wieder oder vor seinem Imperium-Lager. Und wir müssen immer noch nach Nash und Cyan hatte die Idee, jetzt irgendwie den Zug hier zu nehmen. Also zuerst durch den verwunschenen Wald, das haben wir letztes Mal gesehen. Und jetzt gibt es da so einen Zug. Da gehen wir mal rein und schauen wir mal, was hier los ist. Ziemlich wenig Gäste, würde ich mal sagen. Ja, vielleicht ist es ein staatlicher Zug, der braucht keine Passagiere. Was hier drinnen spukt's? Wo? Oh. Ja, aber jetzt ist es wohl zu spät, wieder den Zug zu verlassen. Das macht wohl nichts. Ja, eigentlich ich auch nicht. Ich hatte noch etwas anderes vor, und zwar nach Nash zu gehen. Na ja gut, bevor wir allerdings zur Front des Zuges kommen und uns ansehen, wie wir ihn aufhalten können. Wir sind hier ziemlich am Ende eingestiegen und bevor wir weiter nach vorgehen, wollen wir noch ganz ans Ende schauen. Und zwar hier gibt es einen Geist, den wollen wir gleich mal anreden. Ah, den können wir gleich als Partymitglied rekrutieren, das werden wir auch machen. Das ist so ein, hat keinen Namen, kann man glaube ich die Ausrüstung auch nicht ansehen, also ist eigentlich nur dafür da, um Schaden aufzunehmen. Dann hier gibt es einen Maschinenraum. Gibt es noch einen Typen, der uns erklären kann, wie wir den Zug aufhalten können, glaube ich. Zuerst wollen wir mal wissen, was das für ein Zug ist. Und zwar offenbar ist das so ein Zug, der die Toten auf die andere Seite bringt. Die andere Seite wird wahrscheinlich das Jenseits sein. Und wie kann man den jetzt stoppen? Ist ganz einfach. Der Maschinenraum ist übrigens, damit ist die Lokomotive gemeint. Hier gibt es noch die Fahrpläne zu sehen des Zuges, die sind alle leer, natürlich. Man ja, genau. Genau, und bevor wir weitergehen, hier gibt es noch einen Speicherpunkt, da könnt ihr dir speichern. Allerdings mache ich das nicht, ich mache wieder Save States. Und wenn wir hier kann man ganz in die Ecke reingehen, aber bevor man in die Ecke kommt, ein Feld davor, gibt es ein Zelt. Da muss man allerdings nach oben stehen, also man muss hier von unten raufgehen und quasi ein Feld vor der Ecke stehen bleiben, dann drücken, dann kommt man zum Zelt. Oder kann man ein Zelt hier abgreifen? Da gibt es noch einen Schalter. Warum nicht? Hast du Angst oder wie? Genau, Cyan ist übrigens ein kleiner Angsthase, wie mir hier scheint. Ja, ganz genau verstehe ich es noch nicht. Vielleicht kommt das später nochmal vor. Und den Geist sollten wir jetzt. Ups, hier gibt es keinen Zufallskampf gleich. Den Geist hier sollten wir nicht ansprechen, den wir hier gesehen haben. Weil dann wird man in den Kampf verwickelt. Also jedes Mal, wenn wir hier Geister haben, einfach nicht ansprechen, sondern weitergehen. Sonst kommt man quasi in einen Zufallskampf. Hier haben wir einen Bomber gesehen, die können auch wie in allen Final Fantasy Teilen explodieren. Allerdings sind sie so schwach, dass sie das hier jedenfalls nicht schaffen. Es gibt auch hier eine kleine Ausnahme. Schauen wir, ob neue Gegner da sind. Ja, das gibt es noch. Spectre heißt eine Flüsterer sind das. Einfach mit den Spezialattacken der jeweiligen Charaktere draufhauen und dann sollten die nicht allzu viel aushalten. Hier gibt es noch eine Ausnahme zu der Geisteranrede-Geschichte. Und zwar dieser Geist hier, der hier zwischen den Reihen hier rumtanzt. Okay, das war der falsche offenbar. Verdammt, das ist der, der kurz nach links gegangen ist. Was ist jetzt? Ah. Oh, das war jetzt mein. Ich hatte mein. Joypad kurzen Kontaktverlust. Ich werde vielleicht wieder auf das USB-Joypad umsteigen. Logitech, das hat auch ein besseres D-Pad. Also der Geist hier, den meinte ich. Bei dem kann man einkaufen. Und das wollen wir auch gleich machen. Und zwar wollen wir einiges an Potions kaufen. Ich würde sagen, insgesamt 50 Potions ist eine gute Idee. Das heißt, wir kaufen jetzt 21, genau. Also 50 Potions zu haben hier ist eine gute Idee. Ihr braucht wahrscheinlich deutlich weniger. Also mit 20 sollte man auch rauskommen. Wenn es blöd hergeht, kann man etwas mehr brauchen. Deswegen kauft euch einfach so, dass ihr 50 habt und dann geht einfach weiter. Wie gesagt, die Geister nicht anreden, die verwickeln euch in Kämpfe. Okay.
gibt noch einige Zufallsgegner, die wir noch nicht gesehen haben. Das ist keiner davon. Aber die Kämpfe sind kurz genug, dass man sich herzeigen kann. Oh, das war jetzt... Keine Ahnung, was der hier gepiepselt hat. Ich weiß auf jeden Fall nicht. Egal. Ja, und einfach durch die Patrone durchgehen. Einfach durch die Patrone durchgehen, die Geister ignorieren. Hallo, darf ich doch durch? Danke. Und dann kommen wir zu dem... Schauen wir mal, ob neue Gegner da sind. Sollte vielleicht sogar... Ja, genau, diese komischen... die Dünstig, was auch immer das heißen soll. Dunstig, egal. Ich werde hier, also hauptsächlich mache ich mit dem ersten, der ersten Schwerttechnik von Cyan mit Shadows Wurfssternen und taumeln die Gegner hier fertig. Es sollte sich ausgehen, hier jeden Gegner mit einem Schlag zu erlegen. Dazu sollten wir stark genug sein. Außerdem können wir so alle Charaktere in jede Reihe stellen, weil alle ihre Spezialfähigkeiten quasi aus beiden Reihen gleich viel Schaden machen. Kennen wir auch schon. Oh, nicht die Gleiter hier, sondern hier rein. Oh. Ich könnte hier nach vorgehen und zum Waggonanfang schauen. Da würde ich sehen, dass hier nicht rausgeht. Deswegen probieren wir gleich mal hier wieder rauszugehen. Und da sind wir offenbar gefangen. Hier kommt es zu einem kleinen Kampf, den man nicht ausweichen kann. Der Gegner ist nicht allzu schwierig. Ein ganz normaler Geist, den wir auch so treffen, wenn wir die Geister ansprechen. Ich werde jetzt wieder anfangen, die Kämpfe fast ausschließlich rauszuschneiden. Wir haben jetzt, glaube ich, alles gesehen, was es hier zu sehen gibt. Zumindest an Zufallsgegnern. Ja, keine Ahnung, was die mit dem Gefangenen meinen. Also ich... Oh. Oh. Na, so nicht, würde ich mal sagen, oder? Ja, der einzige Ausweg scheint mir, hier raufzugehen, oder? Ey, bleib zurück unten, ich kann euch hier nicht brauchen. Ja, hoffentlich nicht, wir müssen ja in den Maschinenraum. Der ist noch etwas weiter vorne. Okay. Oh, Seven hat vor zu springen. Ja, das hat er ganz gut hinbekommen, oder? Ja, hier wird die Reise vorerst gestoppt. Und in den Waggon geht es auch gleich rein. Ah, die Geister verfolgen uns immer noch. Ja, das machen wir gleich jetzt. Und zwar hier, gleich in den Waggon rein, da gibt es einen Schalter. Dann gehen wir automatisch wieder raus. Das sollte die Waggons abkoppeln. Sind wir zumindest mal vorerst in Sicherheit. Wir können das auch ganz einfach machen, weil wir haben nichts mehr, was wir hinten aufsammeln können. Wir müssen nicht mehr zurück, deswegen kein Problem, es hier zu machen. So, und um hier weiterzukommen, ist auch ziemlich schwierig zu herausfinden, einfach den Schalter nochmal drücken. Dann geht hier die Tür auf. Warum das so ist, keine Ahnung. Hier gibt es auf jeden Fall wieder einen Speicherpunkt. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Schauen wir kurz, wie es mit dem HP ausschaut. Also über 100 HP bräuchte dir, glaube ich, keine Tränke nehmen. Ich nehme jetzt trotzdem einen Trank für Sabin. Ja, das müsste ich ausgehen. Wir haben dann zwischendurch mal nochmal die Chance, geheilt zu werden, deswegen ist es nicht so tragisch, wenn wir hier jetzt nicht volle HP haben. Es ist sogar eher gut. Der Zufallskampf war übrigens doch ein neuer Gegner noch, den ich vergessen hatte. Aber vielleicht sehen wir den später nochmal. Hier kommen wir zum Speisewagen und da geht es vorerst mal nicht weiter. Was wir allerdings machen können, ist hier uns auf den Sessel setzen und dann kommt, je nachdem wer der Führungscharakter ist, eine kurze Szene. Ich finde Sevens Animation hier ziemlich lustig. Wie mit den flachen Händen am Tisch schaut. Ja, ich habe einen Eisenmagen, ich kann das schon essen, kein Problem. Ich bin Seven. Ja, und dann gibt's Schlingkracks Schnapp. Dann wird man quasi HP und MP aufgefüllt. Und alle Statusveränderungen, zumindest alle negativen, werden zurückgesetzt. Dadurch, dass man keine anderen Statusveränderungen austeilen kann, bis auf den Hasszauber, der sowieso über ein Relikt kommt. Weiß ich nicht, wie es mit den positiven aussieht, aber ich glaube, die würden auch gelöscht werden. Und wir können uns die Szene jetzt mit jedem anschauen, werde ich auch kurz machen. Zumindest mit jedem, der mit ist.
Ja, und Shadow mit hat, nicht mit hat, dann kann man natürlich Shadow hier nicht zum Essen, oder kann man Shadow-Szene hier nicht sehen. Da verpasst man kurz etwas, aber es ist nicht wirklich wichtig, also. Es sind nur eine kurze, lustige Szene mit ihm und seinem Hund. Der natürlich auch gerne etwas vom Essen ab hätte. Shadow Zone ist übrigens ziemlich niedlich. So, das war's auch schon mit Shadow Szene. Da wird noch abgeräumt und ja, während wir die ganzen Szenen hier sehen und uns auf die Szene mit Cyan vorbereiten oder Cyan. Ich habe noch etwas, was ich in der Zwischenzeit auch gemacht habe, seit der letzten Folge, habe ich Final Fantasy Crisis Core durchgespielt. Dauert gar nicht allzu lange, also ich habe auch ziemlich viel von den optionalen Zeug gemacht. Nicht alles natürlich, aber schon einigermaßen. Und ich brauche jetzt nur mehr eine Möglichkeit, das auch aufzunehmen, dann werde ich da auch wahrscheinlich ein Let's Play draus basteln. Vielleicht sogar schon im Sommer und nicht erst im Herbst, also dann, wenn ich Final Fantasy 6 fertig habe. Ja, die Cyan-Szene ist irgendwie nicht so witzig, finde ich. Egal. Und ich hoffe, gefällt Crisis Core dann auch. Ich habe schon einige negativere Kommentare dazu gelesen in den Videokommentaren und in Pans. Ich werde es aber trotzdem machen, weil das Spiel selbst, es ist nicht ganz so toll wie die anderen Final Fantasy, vor allem auch vom Umfang her nicht. Aber es ist trotzdem ganz gut und wenn man einen guten Teil der optionalen Sachen macht, dann passt die Story auch halbwegs zusammen und es ist zumindest ausführlich genug, um nicht wirklich zu kurz zu sein. Ja, das Einzige, was man hier mit dem Geist bekommt, sind die tollen Animationen. Ja. Nachdem wir uns quasi jetzt viermal regeneriert haben, sollten wir bereit sein, um weiterzumachen. So, jetzt stellen wir wieder unser Party um. So, so. Dann schauen wir mal kurz. Das ist übrigens die Ausrüstung, habe ich nicht verändert seit letztem Mal. Falls euch das interessiert hätte. Wie gesagt, es ist genau gleich geblieben. Und um hier beim Speisewaggon weiterzukommen, einfach rausgehen wieder und außen rum. Ah, schon wieder keine neuen Gegner. Egal, es ist nur einer, den zeige ich kurz her. Also, ein Bomber. Nicht schwierig. Es gibt, wie gesagt, noch einen Zufallsgegner, den ich noch nicht hergezeigt habe. Das sind so Skelette, die irgendwie so komischen Rauch in die Luft blasen. Die sehen ziemlich cool aus und allerdings, wie gesagt, sie sind nicht viel anders als die anderen. Hier im Speisewaggon im Rückteil gibt es noch eine Kiste mit Ohrringen. Das sollte man nicht vergessen, auch wenn die Ohrringe jetzt nicht so wirklich extrem wichtig sind. Hier geht es weiter zu den Passagierabteilen und ich bin natürlich gleich in einen Zufallskampf reingeraten. Ja, wieder so einer. Wie gesagt, die Kämpfe sind kurz genug. Ich werde jetzt versuchen, sie herauszuschneiden. Allerdings hätte ich noch gerne einen Zufallsgegner hergezeigt. So, hier gibt es eine Kiste im ersten Passagierabteil, die werden wir auch gleich aufmachen. Oder zumindest mal hingehen. Und dann werden wir überrascht von Siegfried. Und du siehst aus wie eine Maniküre. Was soll das heißen? Ist das jetzt eine neue Art, Leute zu verarschen, oder? Ja, und hier kommt es zum Bosskampf gegen Siegfried, der nicht allzu stark ist, würde ich mal sagen. Wenn man Shadow mit hat, dann ist der Kampf meistens sogar sehr schnell vorbei. Warum, sehen wir vielleicht gleich. Siegfried hat am Anfang eine Fähigkeit, uns sehr oft anzugreifen, allerdings macht er sehr wenig Schaden. Und wenn er Shadow hier öfter mal trifft, das passiert hier nicht. Leider nur einmal getroffen, dann kann es sein, dass Shadows Hund kommt und ihn quasi mit einem Mal fertig macht. Ansonsten hat Siegfried auch nicht allzu viel AP und gibt, glaube ich, sehr schnell auf. Also, ich
weiß auch gar nicht, warum hier eine Bossmusik kommt, weil so wirklich schwer ist er nicht. Also. Naja, und hinterlassen tut er uns. Ich glaube, grüne Kirschen bekommen wir von ihm. Ja. Also bekommen haben wir von ihm grüne Kirschen. Was die genau machen, habe ich noch gar nicht nachgesehen. Egal. Hier gibt es noch einen Abteil. Das ist das gleiche wie vorher mit dem Zelt, und zwar hier. Nicht ganz in die Ecke, sondern ein Feld vorher stehen bleiben, aufgehen. Dann drücken und dann kommt ein Zelt raus. Ist ziemlich komisch eigentlich. Aber funktioniert offenbar so. Zweite Passagierabteil. Ziemlich ähnlich. Da gibt es, glaube ich, gar nichts drinnen. Ja, soweit ich mich erinnern kann, ist das nur komplett leer. Und hier gibt es wieder eine ganze Menge Kisten. Da wollen wir zuerst die rechten drei aufmachen. Das ist hier eine Phönixfeder. Die sind übrigens, je nachdem, wie man's, welche Reihenfolge man sie aufmacht, ist immer was anderes drinnen. Es ist immer so, das erste, das man bekommt, eine Phönixfeder, das zweite ist ein Schaffrick und das dritte ist nochmal eine Phönixfeder. Kann das sein? Oh! Ich dachte, das ist was anderes. Egal. Und in der ganz linken Kiste ist wieder ein Monster in der Truhe drinnen. Dieses Mal ein etwas stärkerer Gegner. Und zwar ein Gespenst. Das Einzige, was das Gespenst kann, ist... Oh, Moment. Ist... sehr viel HP haben, deswegen einfach mit den stärksten Attacken zuhauen und dann sollte nach ein, zwei Runden der Spuk vorbei sein. Das Gespenst, das wir mit haben, ist eigentlich wirklich nur dafür da, um Schaden zu nehmen, quasi. Wenn vier Leute am Schlachtfeld stehen, dann teilen sich manche Attacken auf vier Leute auf und werden deswegen schwächer, oder generell, wenn angegriffen wird, wird zufällig ein Gegner, einer von uns ausgewählt, und wenn es das Gespenst ist, dann bekommt den Schaden ich nicht, ich natürlich nicht, weil das Gespenst wird nicht ewig in unserer Party bleiben, und zwar nämlich nur genau bis hierher. Das ist der einzige Grund, das Gespenst mitzunehmen. Ja, ihr müsst es auch nicht nehmen, also könnt es einfach nicht ansprechen, das geht auch. Schon wieder keine neuen Gegner. Hm, schade, schade, schade. Ihr könnt übrigens mit Shadow, braucht ihr keine Angst haben, dass euch die Wurfsterne ausgehen. Wir kommen bald wieder wohin, wo wir Wurfsterne kaufen können. Und bis dorthin können wir die 100 Wurfsterne, die wir gekauft haben, fast nicht verbrauchen. Also würde mich überraschen, wenn das gehen würde. Also einfach mit den Wurfsternen angreifen, dann macht Shadow einfach den maximalen Schaden, und das wollen wir haben. So, jetzt ist aber in den nächsten Waggon rein. Das ist ein Speicherpunkt, soweit ich mich erinnern kann. Wie gesagt, den brauche ich auch nicht. Wir gehen gleich weiter zur Lokomotive und schauen in den Maschinenraum rein. Können wir das Ding endlich anhalten. Um zu sehen, wie man es anhalten kann, hier in die Ecke gehen und nach links. Da gibt es eine kurze Anleitung. Um den Zug zu stoppen, das erste und das dritte Druckventil schließen und dann den Schalter draußen nahe am Schlot der Lokomotive betätigen. Das heißt, hier ist der erste, hier ist der zweite, dann einfach rausgehen und zum Schlot hier ganz vorn und drauf. Dann sollten wir uns noch kurz mit den einigen Potions heilen, denn jetzt kommt wieder zu einem Kampf. Ich kriege gleich welchen. Und ich werde noch kurz ein Safe-Set anlegen, und wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns gleich wieder. So, Safe-Set angelegt. Hier beim Schlot einfach dann X drücken und... oder nicht X, sondern A, je nachdem welchen Controller ihr verwendet. Und dann hält der Zug an. Zumindest glauben wir, dass der Zug anhält. Und dann beginnt die Lokomotive einfach zu sprechen. Zu hupen, und dann geht es auch schon auf in den Kampf, und da können wir uns jetzt das ansehen, was Final Fantasy 6 ziemlich berühmt gemacht hat, und zwar 7's 9 Blitz, und zwar Suplex. Der ist mit XY runter rauf, und ich kann den ganzen Zug suplexen. Darüber gibt es, glaube ich, sogar einen eigenen Comic, also ist ziemlich witzig. Ich muss nur schauen, irgendwie hat er ja, ich glaube, Sian hat jetzt irgendeinen einen bösen Status-Effekt bekommen. Wieso kann ich mich nicht mehr staunen? Ah, so geht's.
Wie gesagt, einfach mit den normalen stärksten Angriffen wieder angreifen und dann. Also Wurfstern, Suplex. Ob jetzt Suplex oder Aura Blitz ist eigentlich egal. Bei Sian ist auch der erste Schwert, die erste Schwerttechnik am besten, also. Wenn ihr einfach die stärksten Attacken aussetzt, solltet ihr ohne Probleme den Kampf gewinnen. Ja, und nachdem wir den Phantomzug besiegt haben, können wir endlich aus dem Zug raus und er lässt uns gehen. Allerdings nicht bevor er noch etwas erledigt. Und was erledigt, das sehen wir gleich. Eine der traurigeren Szenen hier in Final Fantasy VI. Tja, wir sind endlich am Bahnsteig angekommen, würde ich mal sagen. Genau, das würde ich auch sagen. Schnell weg von hier. Oh. Da steigt ja noch wer ein, oder? Oder aus? Ja, wer es nicht erkennt, das sind die Leute aus Doma. Das war unter anderem auch Sians Frau und Sians Sohn, glaube ich, war das. Elaine und Owen. Ja, die werden wahrscheinlich. Wie er Seven aus dem Weg stupst. Ja, da kann man wohl nichts machen, also. Das ist eben der Lauf der Dinge. Auch hier in Final Fantasy VI. Doch ein eher schwermütigeres Spiel. Zumindest teilweise. Und hier können wir mit Sabin noch kurz herumlaufen und mit Sion reden. Der sagt allerdings nichts zu uns und auch mit. Lass uns zufrieden. Okay. Und raus können wir nicht. Wir müssen einfach nur warten. Dann blendet das Spiel ab und die Szenen mit dem Phantomzug sind endlich vorbei. Und wo wir jetzt weitergehen auf der Weltkarte, wir sind jetzt quasi nur durch den verwunschenen Wald gekommen. Und wie wir endlich an den Arsch kommen, das sehen wir vielleicht nächstes Mal bei Let's Play. Final Fantasy VI. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.